Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Es ist Donnerstag, also müssen wir wieder versuchen, unseren Arsch zu retten und zu überleben. Ich glaube, das vor mir ist die Susi. Ja, das bin ich. Ich bin heute der Steve. Ich habe eine tägliche Aufgabe. Ich muss 3 Leute vom Haken holen. Ja. Und immer noch den Killers dann. Ich werde diese Aufgabe niemals hinkriegen, weil ich einfach zu dumm bin, irgendwie aus dem Schrank zu springen. Einfach üben. Also am Anfang hatte ich oft das Problem, dass ich zu früh gesprungen bin. Zu spät, meine ich. Ich finde, Frontal hat einen relativ großen Radius. Das Problem ist, wenn die Killer wissen, dass du im Schrank bist und die Fake, Ghostface... Wow! Holy, wie weit war ich denn schon hochgestalkt, dass der das so schnell jetzt fertig machen konnte? Er kommt hinter. Er geht weg. Er ist wieder... Jussi. Irgendein anderer steht dort auch random rum. Ich glaube, er ist weg. Ja. Hier oder bist du weg? Geh ein Stück weg. Ich weiß nicht, ob du sonst den Gen weitermachen willst oder. Ja, dann. Geh mal gucken. Der war ja schon nicht mehr so schlecht. Selbst wenn er jetzt kommen würde und mich nochmal umklatschen, noch hätte ich Decisive Strike. Ich müsste dann nur den Skillcheck treffen. Ich hoffe mal, dass er jetzt einfach zum fertigen Gen gegangen ist. Vielleicht jagte auch gerade jemand anderen, weil als ich hing, stand dort einer so random irgendwo rum und ist dann plötzlich losgelaufen. Huch, was war das denn? Ich glaube, mein Heilebalken war noch gar nicht richtig voll. Dann ist dein Gen angegangen, da war ich fertig geheilt. Hä? Oder habe ich mich jetzt so krass verguckt? Wie er einfach mal hier rumschleicht, der Freak, ey. Ja. Okay, also ist er bei dir hin. Von rechts. Huhuhu, ich bin in deine Richtung aufgerannt. Ich bin jetzt an dem Ausgang. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ja. Oh, hi. Wo ist der Freak? Da, ich sehe ihn nicht. Er ist hier, er guckt hier um die Ecke. Bist du noch am Gen? Er ist hier an der Ecke. Nee. Boah, welche Ecke? Ah. Ich hab eine Palette gewastet, leider Gottes, aber... Egal. Ah, er stalkt dich, pass auf. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Diese Freakfresse. Ich hasse Ghostface. Ja, er hat mich gestalkt. Aber er hat relativ lange gebraucht. Ich glaube, der hat mich erst schon heimlich irgendwie von woanders gestalkt, weil bei mir war ich plötzlich das Opfer. Okay, also nur noch 2 Gens und das ist erst die zweite Person am Haken. Das schaffen wir. Achso, ich habe heute auch eine Daily mit Steve. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon erwähnt habe. Ich muss 3 Leute vom Haken retten. Er geht in deine Richtung, falls du da der Ace bist, der da... Okay, du ich bist bin im Schrank. Du... Ja, er ist in deine Richtung auf jeden Fall gegangen. Hat auf jeden Fall Barbecue. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Ist jemand bei dir in der Nähe? Nee, also einer ist oben in der Mitte und wo der andere ist, weiß ich nicht. Ah, der steht hier im Schrank. Er kommt jetzt zu mir. Oder bist du das? Das bin ich. Grad verwirrt. Okay, dann ist er nicht zu dir gegangen, sondern in die andere Richtung. Okay. Hä? Bin ich die Obsession? Warum bin ich jetzt die Obsession? Was ist hier los? Was? Ja, aber. Ich war gerade die Obsession. Gibt's einen Perk, dass, wenn ich die Obsession abhake, dass ich die Obsession werde? I have keine Ahnung. Ich verstehe das Spiel nicht mehr.
Ich verstehe es auch manchmal nicht. Aber es ist halt im Moment auch sehr broke. Glaube ich. Oh, letzter Generator. Wann ist denn der andere gerade angegangen? Als du mich abgehakt hast, so. War der in der Mitte an. Cool, dann ist der letzte jetzt auch gleich an. Du bist direkt an einem Ausgang. Der hat irgendwo was getreten, aber der ist in seiner Tarnung. Das heißt, ich hab's direkt gesehen. Wo er ist. Also ich bin doch direkt hier. Ja. So, spielen wir altruistisch oder nicht? Weiß ich nicht, ich stehe hier im Schrank. Guck mal, ob er noch vorbeikommt. Also ich stehe hier da, wo die Palette ist, in dem Schrank. Falls er kommt, renn hier vorbei. Okay, er hat jemanden anderen gerade. Mist. Also wenn du aufmachen kannst, dann gehen wir raus. Würde ich sagen, oder? Ich wollte gerade in deinen Schrank gucken. Okay. Ja, der hat den anderen auch. Komm, wir gehen raus. Wir verkriechen uns einfach. Wir müssen auch mal entkommen für unsere Zuschauer. Wir können nicht immer nur sterben. Das ist doch auch doof. Ja. So. Ja, gut, das war dann eine solide erste Runde. Gestunt habe ich wieder nicht, aber egal, wir sind entkommen. Richtig. Guck mal, die. Was ist das für ein Matchmaking? Warum der Name vom Killer? Boston-Schwein. Ich sag lieber nichts zum Matchmaking. Nee, gut. Jetzt freue ich mich gerade nicht mehr so, dass wir entkommen sind. Ah, egal. Wir sind raus. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's in Runde 2. Der Schutzwald. Es ist nicht unsere Lieblingsmap, muss man tatsächlich sagen. Ja. Aber wir hatten gerade noch mal kurz das Thema wegen den Rängen. Und das hatte Susi letztens auch gesagt. Kann sein, dass jetzt aktuell viele das Spiel spielen durch das neue Chapter und die einfach nur deshalb schlecht im Rang sind, weil sie lange nicht gespielt haben. Weil ganz oft habe ich es auch gesehen, wenn wir jetzt wie gerade zum Beispiel so Rang 16 und so in der Lobby haben, die haben trotzdem alle Perks auf Stufe 3. Oh, das ist eine Anna, die ist bei mir. Was nicht die eigenen sind, also von anderen zu weiter. Ja, genau, also... Sag mal, wie sieht denn das Fog-Whisperer-Zeichen aus? Das ist so ein Kopf mit Wolken drum. Okay, nee, das ist so ein blaues. Das hat nur so blau geleuchtet. Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir haben jetzt hier einen Master dabei, also einen Pro, meine ich. Als Killer, ne? Doch, das ist das. Oder? Ist das das? Ich kann's nicht. Nee, also, das ist das nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin in der Jagd. Ich habe nur versucht, schnell einen Blick drauf zu werfen. Aber das... Ist das das? Ich weiß es nicht. Also Kopf ist das nicht. Ich dachte immer, das ist halt dieser Kopf, wo so Wolken drum sind. Aber halt auch so dunkel-hellblau. Ja, das leuchtet halt so krass so. Oh, Teller. Ja, aber ne, zu dem Thema Rang, eigentlich hat das nicht immer so viel zu sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist, was Susi meinte, dass jetzt halt durch Silent Hill viele spielen und die deswegen im Rang halt sehr niedrig sind. Oder hoch, ja quasi. Kommt einer. Zählt der rückwärts. Naja, einer hockt hier, der durchsucht eine Kiste, glaube ich. Sie hat auf jeden Fall eiserne Jungfrau dabei. Ist dann im Schrank jetzt schon mal raus. Jetzt kommt jemand langsam. Ja, das bin dann wahrscheinlich ich. Ah, nee. Nee, ich glaube, eine Klödi ist hier. Aber ich muss gleich kämpfen. Ich komme. Ich habe gedacht, sie kommt am Schrank vorbei. Wow, sie steht halt auch echt oben mit gezogener Axt, ne? Wow. So eine kleine Campersau. Das ist so unnötig, ey. Ah, ich frage mich immer, sag mal, Killer, habt ihr Spaß dabei? Fäng es hier. Ja, ich bin oben. Dass ich gegebenenfalls noch einen Schlag einstecken kann.
Ja, also sie heilt mich auch hoch, weil sie hat Beschaffendes dabei. Okay, ich gehe mal Richtung zu der anderen. Jo. Nee, das ist nicht das Fog Whisperer-Ding. Aber das sieht schon verdächtig aus, tatsächlich. Ja. Sie kommt in eure Richtung. Sie ist jetzt an der Shack. Hör doch auf, dich selbst zu befreien. Oh nein, Kate hat sich sterben lassen. Ich war gerade bei ihr. Wow. Warum? Hä, was war denn das für ein Megaschlag? Wie weit ist denn die gesprungen? Cheatest du? Wow, die Runde ist echt schon wieder nett. Ey, warum lassen sich die Leute sterben? Ich verstehe das nicht. Ich war doch unterwegs. Und vor allem, wo schlägt die hin und wo trifft die mich? Vielleicht ist sie auch in Narnia. Also. Ist sie tot? Naja, ich habe ja gekämpft schon im Keller. Unsere Hoffnung ruht jetzt auf dir, Susi. Noch 3 Gens und wir sind zu zweit. Ja, vielleicht stirbt ja jetzt dann gleich die andere und dann kannst du die Luke finden. Aber guck mal bei mir, dieses Zeichen, das ist schon wolkig. Ja, das ist verdächtig, aber ich glaube, das ist das nicht. Mir sagt auch der Killername nichts, ehrlich gesagt. Okay. Ihr seid beide an Gens. Yeah! Mein Gott, wenigstens einmal, ey. Ah, schnell und leise hast du dabei. Ich dachte gerade, ja, warum hat das nicht geknallt? Ja, wegen in den Schrank springen und so, weißt du? Aber also die Fang ist am Gen. Die ist jetzt bei 3/4 knapp. Peng ist fast fertig mit ihrem. Verdammt. Naja. Wenigstens habe ich einmal gestunt. Ey, wehe, das zählt jetzt wieder nicht. Warum macht denn die Feng denn jetzt nicht erstmal fertig? Du hängst doch noch nicht mal. Ich weiß es nicht. In der Zwischenzeit hätte sie sich immer noch verstecken können. Ja, vor allen Dingen weiß sie ja jetzt eh, wo Feng ist. Durch Barbecue hat sie sie doch eh gesehen, weißt du? Ja, sie das kommt instant zu Feng. Ja. Und sie hat sie. Das ist... Au. Und wenn Feng kein Bauwerk hat, ist das Ganze sowieso. Nee, hat sie nicht. Naja, dann brauchst du mich jetzt auch nicht abhaken. Weil, was macht sowas von überhaupt keinen Sinn? Sie kommt Sinn. Hinter dir rum. Wollte sie jetzt einfach nur noch die Punkte fürs Abhaken kassieren? Keine Ahnung, aber Killer sind ja die. Ja, ich weiß. Da komme ich jetzt auch nicht mehr weg. Also. Nee, aber sie hat trotzdem die Punkte für die sichere Rettung bekommen. Aber das war sowas von sinnlos. Ja. Wow. Ja, gut. Also, ich meine, wir hatten gerade so in der Aufnahmepause, also zwischen der ersten und zweiten Runde jetzt, hatten wir gerade schon gesagt, okay. Erste Runde war gut. Wenn der Rest Mist wird, das lassen wir einfach raus. Und die Folge haben wir jetzt einfach vergessen rauszuschneiden. Okay. Ja. Ja, wobei man sagen muss, wir sind ja sonst auch immer ehrlich. Wir nehmen auf und nehmen wirklich die 3 Folgen, die hintereinander kommen. Ja. Das stimmt. Also, wir verschönigen ja nichts. Jetzt nicht so, dass wir stundenlang spielen. Bis zum geht nicht mehr. Nee. Und nur das Beste uns rauspicken. Damit ihr denkt, wow, wir sind übelst gut. Ja, mein Killer-Stun hat gezählt. Sehr gut. Ich habe ganze 3700 Punkte diese Runde bekommen. So ein Mist. Na gut, weiter geht's in die dritte und letzte Runde. Und schon sind wir in Runde Nummer 3 und wir haben tatsächlich wenigstens mal die neue Map für euch bekommen. Die haben wir auf YouTube noch nicht gezeigt. Und wir haben Freddy.
Oh, fuck. Und Herzschlag. Ja, ich sag mal, meine Mission ist ja, verdiene nur 3000 Punkte. Das ist nämlich eine Archivaufgabe. Nein, Spaß. Wo ist der denn? Das ist mega Herzschlag. Naja, ich bin hier auch noch. Wow. Oh. Irgendwen hat er. Ja, und es hat auch kurz geleckt, als er den geschlagen hat. Ja, bei mir auch. Es ist nämlich so, ich habe gestern bei einem Streamer gesehen, hier ist ein Jen, der konnte mehr als 1 Million Blutpunkte verdienen. Und jetzt möchte ich wissen, ob das bei mir auch geht. Und ich bin jetzt bei 994.000. Irgendjemand hat in dieser Runde Partyluftschlangen geschmissen. Das heißt, doppelte Blutpunkte. Ne? Und jetzt mal 1 und 1 zusammenzählen. Falls es nämlich nicht geht mit mehr als 1 Million Blutpunkte, dann möchte ich natürlich nicht meine ganzen Blutpunkte verschwenden. Ich darf einfach eigentlich nicht so viele Punkte verdienen. So. Hat das jemand verstanden? Ich denke. Aber der Freddy, der ist auch, der hat Tanata als Verlangsamungsperk und diese Ketten. Und ich bin ihm komplett in die Fresse gerannt. Aber schade, dass wir den neuen Killer nicht zeigen können. Nee. Aber gut, wer in die Streams geguckt hat, der hat ihn ja schon gesehen. Und auch wer dein Infovideo geguckt hat. Oder das, ja. Und seit Dienstag ist er ja, also seit letzter Woche Dienstag, ist er ja auch offiziell dann released. Ja. Wir haben auf jeden Fall Ruin. Was? Secret Room. Ja, aber ist doch erst ein Gen fertig. Ich versuche zu ihr zu kommen. Oh, diese Map, ne? Oh, er ist bei mir. Oh, er ist hier noch in der Nähe. Ich finde absolut nichts auf dieser Map. Ich dachte, der Secret Room geht auf, wenn Bibliothek und Musikzimmer Gens gemacht sind. Ja, ich weiß nicht, welche ist jetzt angegangen? Musikzimmer, oder? Nee, ich habe meinen angemacht und... Oh, hier kam mir gerade eine Mac entgegen. Das war weder Bibliothek noch Musikzimmer, würde ich sagen. Okay. Vielleicht ist das auch random? Keine Ahnung, aber ich weiß halt trotzdem nicht, wo dieser Secret Room ist. Ist das vielleicht wirklich der unten in der Ecke auf dem Hof? Also ich bin gerade am Glockenturm. Da ist nix. Also ich bin mit Feng an dem Gen, wo sie hängt. Also wo sie gehangen hat. Ich wecke mich gerade. Freddy geht weg von uns. Ich glaube, er kommt zu mir. Nee, er ist hier oben. Oh, ey, wieso guckt er nicht hier, ob einer im Schrank steht? Ich gehe zum Haken. Auch eiserne Jungfrau. Ja, kommt wieder zurück. Ernsthaft, der guckt jetzt aber nicht in den Schrank, oder? Hier noch irgendwo. Oh, fuck. Sorry, Mac. Er ist bei mir hier unten. Oh, die Fang ist auch hier?
Also ich habe echt, ne? Mein OBS hat Probleme mit Freddy. Ich habe das Gefühl, die Aufnahme laggt gerade wieder. Bei mir, hey, bist du oben oder unten? Bin gerade unten. Okay. Er ist oben. Mach grad was kaputt. Ja, er hat mich. Ich bin jetzt unter euch am Gen. Naja, wir mussten ja weg, weil... Du mal... Ja, ja, es... Er kam direkt hierher. Aber Ruine ist weg. Ja, aber es ist aber trotzdem erst noch ein Gen an. Jetzt, die Fang hat sich über mir an... Nee, der hat, glaube ich, den Gen nur angehalten. Ach so, weil Freddy gekommen ist. Jetzt ist sie weggerannt. Ich glaube, irgendjemand ist auf dem Hof oder so, oder irgendwie am Ende des Ganges. Die macht aber Jen, die kommt mich nicht retten. Warte, ich bin unterwegs. Jetzt kommt die Fang, aber ich weiß nicht, ob die Freddy noch am Hacken hat. Ich weiß nicht, ich habe Herzschlag, aber ich sehe nichts. Ja, Fang meiste dann. Freddy ist hier. Ich wollte gerade wieder an unseren Gen und dann kam mir Freddy entgegen. Okay, Fang heilt mich. Ich bin auf dem Innenhof. Oh nein, in der Palette jedes Mal. Oh, ich habe die Leertaste gedrückt und er hat nicht gezogen. Oh, Fang. Fang blendet, schafft's aber nicht. Schade. Dieses Blenden, ne? Das ist einfach so assig. Ich bin hier hinterm Schrank. Ich weiß gar nicht, hab ich schon ge. Nee, ich hab nicht gehangen. Die erjagt Fang. Ich muss immer noch Leute abhaken. Das ist so bescheuert. Wartet mal, Leute, ich muss mal meine Tür zumachen. Lass mich mal ganz kurz sehen. Oh, er hat Fake-Paletten, hab ich gerade gesehen. Okay, du kannst. Sorry, aber mein Mann ist gerade wieder heimgekommen und der ist so laut gerade. Richtig anfassen? Ja, hier kommen wir auch gar nicht raus. Sackgasse. Nee, wir können hoch, können wir. Hä, wo? Na, hier vorne, die Rampe. Ja, gucke. Hab ich gar nicht gesehen. Oh ey, diese Map macht mich echt fertig. Ich finde halt auch noch keine Gens hier drin, muss ich sagen. Kannst du mich wecken? Nee. Achso, warte. Er kommt. Er kommt. Jetzt. Yes. Gern getan. Gern gemacht. Und du hast mich sogar gerettet damit. Ja, guck, wo ich bin, glaube ich. Ich glaube, er versteht es gerade noch nicht. Ich denke, er hat so nicht verstanden. Hä? Er ist wieder weg. Er hat es, glaube ich, wirklich nicht verstanden. Er hat dann in beide Schränke noch mal reingeguckt, so. Hä? Sehr gut. Oh! Er kam mir auf der Treppe entgegen. Weil ich gerade wieder ins OBS geguckt habe, weil... Das so ruckelt. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so schlimm. Also wow. Diese OP-Büsche in der Traumwelt bringen mal überhaupt nichts. Ja, weil du dann ja so grisselst. So einen weißen Rahmen hast. Wo ist denn der dich hin? An deinen Haken. Heute abhaken. Bist doch in meiner Nähe, oder? Ja.
Ja, aber er tritt hier gerade noch den Jen. Ja, aber beeil dich, weil die Feng lauert auch schon. Der kommt bestimmt gleich zurück. Ich würde ja, mal weggehen, ich renn hoch. Feng, du sandbagst mich, danke. Oh, scheiße. Feng, der ist hier nebenan. Verdammt. Jetzt. Da kommt die Feng. Also das mit dem scheiß Schrank ist... Wo ist denn der? Keine Ahnung, ob der jetzt bei uns hier oben ist oder ob der unten ist. Er ist hier. Hartmisch. So, der Killer kann hier auch aus drei... Wegpalette. Scheiße. Oh, du liegst unter mir. Ja. Wie kann der doch jetzt hier hochkommen? Das ist ja blöd. Feng versucht wieder zu blenden, aber es klappt einfach nicht mit dem Blenden. Okay, die Palette wäre eh gewastet gewesen, aber... Ah ja, ich habe ihn wenigstens einmal gestunt. Ja, Feng kommt, glaube ich. Nee, weil Freddy ist hier und hat sie. Sie rennen unten in dem Raum rum, die kommt bestimmt gleich hoch. Ja, sie kommt hoch. Ja, toll. Ich dachte, okay. Der hat mich nicht gesehen. Er ist noch oben. Er tritt den Jen. Lauf. Mir ist es egal, ob ich sterbe. Ich habe viel zu viele Punkte schon verdient, diese Runde. Das ist schwierig. Ist er hin? Ey, immer wenn ich denke, die kommen hinter mir her. Der ist über mir und ich habe auch das Gefühl gehabt, der kommt bei mir jetzt um die Ecke. Ich mache heute Schrankhüpfen, Illustris. Da hast du doch direkt deinen Titel für YouTube. Lustiges Schrankhüpfen. Wegen doofer Aufgabe. Wirklich. Es nervt. Mac läuft hier vorbei. So, jetzt finde ich halt noch mal sehr gut. Ich hoffe. Ja, er ist jetzt hinter mir. Ist mir egal, ich habe weggerettet. Also wehe, wenn das mit dem Stun jetzt hier nicht zählt, ne, dann flippe ich aus. So, ich habe mal wieder Jen gesucht. Im Fenster. Wow. Ich bin jetzt tot, aber... Ich sollte ihn wenigstens zweimal gestunt haben. Du schaffst es. Ah ja, Mama. Vogel. Ja, es hat beide Male gezählt und meine Daily ist auch fertig. Wuhu. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch 5 Mal stunnen. Oh Gott. Weiß nicht, wie viele Runden wir da noch spielen müssen. Ich hatte als Daily eigentlich, dass ich 3 Leute heilen muss. Aber ich glaube, das habe ich nicht geschafft. In den hinter dir war die Mackie. Was ist denn für ein Schwebestuhl? Da ist direkt ein Haken, oder? Nee, da ist kein Haken dran, oder? Nee. Er sucht, glaube ich, noch. Gott, die Luke, ey.
Ist die Frage, wo ist die Luke, ne? Hä? Lu-Spiel? Hä? Er ist hier. Das Problem ist, sie kriegt die zwei Gins eh nicht mehr fertig. Ja. Durch das, der kommt schon wieder. Und wir sind halt jetzt beide tot am Haken. Tschüss! Wow. Ja, mehr Klick-Klicke halt. Ah! Okay, sie ist in der Mac. Bei mir war ja die Luke hinter diesem Tresen. Dann wo ist der? Warte. Das ist eine gute Frage. Irgendwo unten. Hier ist ein Totem. Na, Vorsicht. Ist immer geil, wie man so um die Ecke guckt. So. Ja. Ich mache immer den Kopf automatisch. Ja, ich auch. Ich denke mir, das ist so, so sinnlos. Nee, sie ist RIP. Okay. Oh, sie ist RIP. Ich weiß nicht, ob der Barbecue hat. Ich glaube, der hat Barbecue. Warte. Er lässt sie liegen. Er will sie als Lockmittel, aber er läuft bei ihr halt hin und her. Hat sich weggeportet, oder? Ja, aber er ist über ihr irgendwo. Sie hat immer noch lalala. Lalala. Ich guck mal nach der Luke. Also er ist wieder bei ihr, glaube ich. Ja, er ist wieder bei ihr. Er geht über den Innenhof, pass auf. Er geht in deine Richtung über den Innenhof. Hier ist keine Luke. Die war in dem Zimmer dahinter. Oder auf der Treppe, da habe ich sie auch schon gesehen. Also er ist jetzt, glaube ich, wieder von ihr aus gesehen links weg. Sie ist voll, auf jeden Fall. Was macht sie denn? Sie versucht die ganze Zeit, sich zu erholen und macht einen blinkenden SOS, keine Ahnung. Er ist wieder bei ihr, er kommt jetzt wieder in deine Richtung, pass auf. Er ist immer noch bei ihr, er geht wieder zurück. Er ist jetzt wieder im Innenhof. Oh, Junge. Er läuft immer noch bei ihr rum. Sie liegt halt direkt an der Tür zum Innenhof. Jetzt kommt er wieder in deine Richtung, pass auf. Pass auf, pass auf, der ist irgendwo. Okay, er ist wieder zurück bei ihr. Sie könnte auch einfach mal in den Innenhof kriechen. Er ist immer noch hier. Der geht nicht weg. Jetzt kriech halt in den Innenhof, Mann. Die ist so dämlich. Der kommt jetzt gleich wieder. Du riskierst jetzt dein Leben für... Ja. So eine Dulli-Tante, ey. Anstatt sie mal in den Innenhof gekrochen wäre, da hättet ihr besser ausweichen können. Ich guck mal bei ihr kurz. Ah, der ist ja schon da. Oh mein Gott, sorry, jetzt bin ich mega erschrocken bei dir. Alles gut. Denk oh perfekt Gott, das, der klang so übelst weit weg. Oh. Junge, 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 Junge. Ich hab gerade geguckt, wo es hier nach unten geht. Die sind immer so Löcher und so. Da war die, die immer weint. Ja. Da vorne ist Mac. Kannst abschmieren. Kann die Luke auch auf dem Hof sein? Ich habe keine Ahnung. Ah, er ist halt instant hinter dir. So eine Kacke. Das ist fake. Ich glaube, die ist fake. Ja, ich würde sagen, ja. Ach, verdammte Kacke. Mac rennt aber auch noch rum und sucht. Jetzt lässt er dich liegen. Ja, das ist jetzt so ein sinnloser Slugger. Sie ist jetzt auch oben auf dem Klo, wo sie weint. Mac rennt da oben Kreise auf dem Klo. Jetzt ist sie oben auf dem Gang. Okay, jetzt bin ich RIP. Ach, hier schon wieder. Aber hey! Wir hatten mal die neue Map. Ja. Immerhin. So. Und ich habe zweimal gestunt und muss jetzt nur noch fünfmal stunten. Sehr gut. Und ich bin jetzt gespannt, was meine Punkte sagen. Ja. Wir warten. Du teilst uns das Ergebnis bitte heute noch mit.
Ich habe tatsächlich 1.034.000 Punkte. Okay, krass. Hast du aber ordentlich Punkte gemacht, die Runde. Naja, ich hatte zwischendurch, konnte ich mir ja noch eine Archivaufgabe abholen oder eine Daily oder irgendwas. Also die Runde hatte ich 20.000 und dann hat ja jemand noch gedroppt. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also hat sich gelohnt. Wir sind zwar nicht entkommen, außer in der ersten Runde, aber hey, so what? Ihr habt mal die neue Map gesehen, war nicht den neuen Killer. Aber die neue Map. Immerhin genau. Etwas. So. Ja, ich würde sagen, damit sind wir durch für heute. Wir bedanken uns bei euch wie immer fürs Gucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann irgendwie nächste Woche oder so. Tschüss. Ja, tschüss.